Wer fliegt mit wem? Hallo, hört ihr mich? Gute Frage. Mose und Jakob fliegen mit Nathan, der Rest fliegt mit mir. Perfekt. Danke, Sturzi. Sturzi, was hat deine Nummer? 3, ja? 3. 2. Okay. So, Nummer 3 ist in Position. Ich wollte heute eigentlich auch gar nicht mitfliegen. Aber... Wann bist du denn gekommen? Was hat dich abgehalten? Oder was hat dich dazu entschieden, doch mitzumachen? Dass ich mir denke, so jetzt irgendwie scheiß drauf. Ich schreibe morgen eigentlich Soziologieprüfung. Und jetzt kann ich aber nicht mehr, mein Hirn ist voll und... Und jetzt denke ich mir nur noch, fick die Uni. Ist es denn schon ein letztes Jahr? Nee. Ich bin quasi so in der Mitte, wenn alles gut laufen würde. Was es gerade nicht so sehr tut, aber... So, Mauser, ich schätze mal, du stehst gerade genau hinter mir. Ich stehe ganz hinten noch. Okay, dann komm mal vor. Deswegen... Trotzdem bin ich rechts von dir hinten. Nehmt's mir nicht übel, Freunde, aber ich habe heute keinen großen Turn auf den Luftkampf mit den Spitfires. Deswegen, wir schmeißen unsere Bomben ab und gehen nur wieder rein, wenn wir wirklich eine extrem vorteilhafte Position haben. Ansonsten fliegen wir nach Hause. Dörr. Wo soll ich hin? Kette 1, zu mir nach vorne. Jako, du bist komplett grün, ne? Ja. Ja, ich habe keine Nummer drauf. Und du bist auch komplett grün vorne an der Nase, ne? Ja, wenn du das sagst, dann ist das wohl so. Das weiß ich nicht, deswegen frage ich dich, du kannst ja die Außenansichten anmachen. Ja, bin ich. Gut. Du stehst rechts hinter mir, ist das richtig? Richtig. Perfekt. Dann bleibst du mal im Flug auch an der Position und Mauser kommt dann links von mir. Mach ich. Ach, Sturzi, du hast 2, ja? Ja. Okay. An Sturzi, an der Nummer 2. Da links von, ja, meiner linken Seite, ich bin 10. Vor dir rechts. Was hast du für eine Nummer, Mauser? Er hat die 1, ich hab die 3. Jetzt sehe ich die 1. Ja, es war so. Hat so gespiegelt, ich konnte es nicht erkennen. Okay. Das kommt vor. Wahrscheinlich die 4? Ja, du hast 5 hier hinten mehr. Ja. Ja. So, dann stellt euch mal in Startposition. Stehen bereit für Rakete. Sei bereit für Rakete. Ja, bereit für Rakete. Dann Motor ein. Kette 1. Rakete. Kein Notschub. Ja, natürlich. Kette 2 Rakete. Ja. Na, nicht da rein. Ich krieg das nicht gelenkt. Kacke. Da ging das kein schnell. Problem, kommst einfach nach. Komm ich nach. Kette 1 Solo. Wir machen einen langen Bogen, damit Jago aufholen kann. Schub 70. 2 Solo. Zehn Solo. Trageschub. 70. Hör.
Sag's Bescheid, wenn du gestartet bist, Jago. Wir machen gerade eine Lisa-Platzrunde. Okay. Solo. Perfekt. Wir fliegen mit 70 Schub, dann müsstest du gut aufholen können. Okay. Wie das aussieht, sind die Jäger noch am Boden. Dann klopfen wir da mal kurz an im Vorbeiflug. Perfekt. So, wir kommen jetzt von der 6, wo wir gestartet sind, rein. Überfliegen die Bahn und gehen dann auf Zielkurs, beziehungsweise zum westlichen Kartenrand. So, schöne Formation bleiben, wir geben für die Jäger an. Schub auf 80. Victor. Perfekt. Hier Nummer 3. Geh auf Kurs 270. Höhenschub auf 80. Zwei Fragezeichen, 1 Uhr. Könnten DC und Jago sein, die uns in unserer Platzrunde nicht gefunden haben. DC, Jago. Ja. Findet ihr uns? Ich sehe euch nicht, nein. Okay. Wieso seid ihr nicht in der Platzrunde gewesen? Achtung. Aber ich habe euch nicht gesehen. Kartenrand in 10 Kilometer Richtung West. Bin ich also vor euch, ja? Wir haben Rauch an. Herzlich mal. Fliegt mal Richtung 180. Wir kommen euch entgegen, 180. Mehr oder weniger. Kurve Lisa ja. Auf 210. Höhenschub 80. Victor. Schub weiter 70, derzeitige Eile 305. Kirchturm? Kirchturm 700. Oh, bin 1600. Wir steigen gerade nicht so krass. Okay. Das ändere ich jetzt mal. So, Schub 80. Nummer 3, Schub 80 liegt an. Victor. Irgendwo müsst ihr ja sein. Die denken, Mauser führt. gelb, oder? Ja, wir fliegen schnell genau. Dann lass so. Uns mal den Tauben. Wir gehen auf ja. Kurs 180, dreimal Lisa.
Dreimal Lisa ist übrigens der Funkbefehl für 30 Grad nach Lisa. Mhm. Jetzt sehe ich euch, da ist irgendwer mit gelbem Rauch, ja. Das wird Sturzi sein, schätze ich. Frage Eile? Eile, 298. Reduziere Schub auf 70. In 3. 70 liegt an. Reduziere auf 70. Die Jäger stehen noch am Platz. Wir kreiseln doch nochmal. Ja, aber ich komme auch langsam näher. Kurve Lisa. Höhe auf 90. Da. Wir wollen uns nur noch mal fliegen sehen. Wie war das Nachladen? Du hast den roten Rauch? Nein, ich habe weißen. Weißen, okay. Bist du die erste Führungsmaschine? Ja, ne? Ja. Gut, dann sag jetzt gleich an. Aber die mussten nachladen, die mussten 30 Minuten haben. Brit. Ja, ist aber zu wenig. Ja, aber du musst haben, so viel. Und dann... Darüber muss ich mit Blum aber auch nochmal reden. Ja, ich weiß. Ich habe immer jetzt mit Jäger reingeflogen, erste Flugzeug gesehen, musste zurückfliegen. Mhm. Weil ihr war leer. Weil du musst auch mit 10 Minuten das Spiel verlassen, ne? Richtig. Sonst landet ihr im Kanal. Genau, und das war eigentlich gleich eine Minute Kampf, maximal. So, wir gehen auf Kurs Nord und korrigieren dann auf 3x Rolf. Gut, 70. Null leckt an. Kurs 0. Weiche aus. Doch etwas zu viel. Nicht so viel Seitenrudersturze, das passt auch ohne. Frage Schubsturze. Schub wieder 70. Eile? 3 Eile 290. Eile 286. So, ich komme jetzt von unten rauf. Okay, ich mache kurz Spaß. Ja? Bisschen nach rechts. Wunderbar. Verdammt. Sieht gut aus. Rauf, ihr seid fast zusammen. Ich stoße. Ah. Dutze, geh noch mehr auf Abstand. Ja. Oder auf die linke Seite. Okay, wir gehen oben rum auf links. Dann seid ihr auch weiter weg vom Kartenrand, glaube ich. Wo ist die Frage, Eile? 288. Perfekt. 3 bestätigt, Eile 290. Welche Höhenrudertrimmung liegt an? 6 aufwärts. 6, okay. Ja, habe ich jetzt auch. Macht einen Pupser gerade. Keine Ahnung. Aber es macht mir ein bisschen Angst. Ah. Was pimmeln die da unten so viel rum? Die warten. Weil die sparen mit dem Sprit. Wenn zu lange fliegen. Wir haben immer gewartet, dass die Bombe auf die Höhe bekommt. Ja, weil sonst bist du ohne Sprit, bevor du dahin kommst. Ist da? Die Höhe wartet die von uns.
Okay. Kurve Lisa. Zielkurs ist... Schub 50. Wo? 4-0. Hör. Schub 60. Klar. Schub 70. Nummer 3 ist Schub immer noch 80? Nein, 70. Ja, meine ich. Und langsam gerade 10. Auf 2,40. Ja. Mann. Sorry, mein Fernseher spinnt gerade. Hat sich, Noch ist alles simpel, oder? Kurz auf 80. Achtung! Kartenrand in 10 Kilometer Richtung West. Okay. 3 Frage Eile. Eile 297. Victor, alles so gerade um die 300. Rückzug wird immer ein bisschen hin und her. Nummer 3, zweimal Lisa. Hör. Nummer 2, Schub 50. Schub 60. Oh. Wir ziehen weiter bis 150, das müsste dann hinhauen. Schub 65. Schub 70. Und gerade 10. Habe ich mich gerade selbst verwirrt mit dem 1x, 2x, 3x Lisa. 1x Lisa ist ja nur 10 Grad und nicht. 1 Grad? Du hast 2x gesagt. Ja, ich habe 2x gesagt, aber ich habe 60 Grad gemeint und dann hätte ich eigentlich 6x Lisa sagen müssen. Ja. Das ist noch ein bisschen neu für mich. Ja. Selbstverwirrung erfolgreich. Wo ist denn das her? Warte, ich hab's favorisiert. Ich kann dir den Link schicken, glaube ich. Frage Schub nochmal. Weiter Schub 70. Seid ihr. Funksprache der Luftwaffe, da ist es. Ja, ich hatte natürlich nach dem Update wieder Probleme mit dem Joystick. Jetzt muss ich natürlich wieder ein bisschen arbeiten.
So, sieht so aus, als wären die Bienen gestartet. Okay, Kurve Lisa, neuer Kurs 060. Ja. Victor. Schubreduzierung 60%. Victor. Macht so viel mehr Spaß, nach Instrumentenbrett zu fliegen. Der Wahnsinn. Und gerade ziehen. Schub 70. Jago. Ja. Höheschub auf 80 kurz. Wie ist das bei dir mit den Bomben ausklinken? Musst du dich dafür arg konzentrieren? Nee. Das heißt, der Bombenabwurfknopf bei dir ist irgendwo in erreichbarer Nähe. Aber sowas von. Ausgezeichnet. Das heißt, wenn ich von dir verlange, dass du die Bomben auf mein Kommando abwirfst, kannst du das auch einfach so machen. Sind die raus, sobald du das sagst. Sehr gut. Gar nicht ganz ausgesprochen, sind die weg. Sehr gut. Ja, Schub 80 immer noch. Also ja, bis wir Offload haben. Weil ich möchte, dass wir zumindest als Kette 1, ich weiß nicht, wie Kette 2 das macht, die Bombeninformation abwerfen. Okay. Aber in einem kleinen Sturzflugmanöver. Ja, gut. Das Einzige, was du dann tun musst, Jago, ist mit mir Information bleiben. Okay. Wir machen dasselbe. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, wenn es immer an die Stukas ging, dass Zielen und Information bleiben bei dir nicht so ganz funktioniert hat. Ja, da hast du recht. Deswegen Schub bleib 70. Einfach Information, aber okay. Auf mein Zeichen. Ja. Dann sollte das kein Problem sein. Nummer 3, Frage Eile. Eile, 303. Schubreduzierung kurz auf 0, abbremsen. Oh scheiße, wir sind okay, viel zu weit im Norden. Kursänderung über Rolf, neuer Kurs, 120. Ja. Das ist zu weit, was wir gerade machen. Darauf hätte ich achten sollen. Das ist noch nicht ganz so schlimm gerade. Gerade. Schub weiter 70, alle weiter 300. Ich hab gerade Schreck bekommen, ich bin auf meinem Schub ausgerutscht und voll hochgerissen auf Notleistung und dachte gerade, scheiße, Motor überdreht, aber. Boah, dann alles gut. Au! Au? Ja, ich wollte mich am Fuß kratzen und die Hand ist am Tisch hängen geblieben. Das kenne ich. Ich hab eine Glasplatte als Schreibtischplatte, da erschrecke ich mich jedes Mal.
So sieht's aus. Oder bei der Arbeit. Statistisch passieren die meisten Unfälle tatsächlich im Haushalt. Dann nur Hanna. Das stimmt. Ich habe eine Narbe am Unterarm, nicht weit weg von der Vene da. Da habe ich mir im Alter von 3 Jahren Limonade von meiner Mama gewünscht, aber die war zu sehr mit der Ehekrise mit meinem Dad beschäftigt. Und weil sie ihrem Sohn keine Aufmerksamkeit gegeben hat, hat er sich die Limonade einfach selbst gemacht. Und ist dann halt mit diesem riesigen 30 cm Brotmesser von der Zitrone abgerutscht. Solide. Ja. Und dann habe ich mir halt den Arm ein bisschen aufgeritzt damit. Das ist ja die Länge, das ist ja der Witz. Es ist halt 2 cm daneben. Aber ich glaube, bei so kleinen Kinderärmchen ist es noch nicht so schlimm. Ah, den Blick habe ich bis heute noch im Kopf. Hat nicht mal geblutet, aber... Achtung! Trotzdem Kartenrand in 9 Kilometer Richtung Süd. So, dreimal Lisa. 30 Grad. 30 Grad, genau. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Ja. Ich hatte das gestern Abend, war ich noch... habe ich noch mit meiner Freundin was zu essen gemacht und dann... ich habe so einen Nicer Dicer bekommen. Kennt ihr bestimmt aus der Werbung. Und da hat sie sich dann auch dran geschnitten. Am Finger vorne. Au. Ein klassischer Fingerkuppen, ein kleiner Fingerkuppenschnitt. Eigentlich nicht soll, es hat ein bisschen geblutet. Und ich habe mich tierisch erschrocken einfach und war voll geschockt davon, einfach weil sie es war, die geblutet hat. Ich habe schon Leute verarztet, denen wurde vom Polizeistiefel das ganze Schienbein abgeschält quasi. Ah. Da lag der Knochen blank vorne und ich habe den Typen halt verarztet, weil ihm Bulle vor das Schienbein getreten hat. So, das konnte ich ohne mit der Wimper zu zucken. Oder meine Schwester hat sich mal einen Zehennagel abgerissen, habe ich alles... Aber als sich meine Freundin die Fingerkuppe angeritzt hat, da bin ich fast umgekippt, ey. Weil du emotional sehr beteiligt warst. Ja, irgendwie schon. Ja, aber bei meiner Schwester zum Beispiel war ich einfach sachlich. Kannst so, du nicht leiden, sag's doch. Ja, weiß nicht, da gab's ein Problem und das musste jetzt gelöst werden. So. Ja, richtig. Fußnagel abgerissen, hat geblutet wie sonst was. Ha? Aber musste jetzt irgendwie verarztet werden. So, ja. Chat ist auf alle. Wo ist der Hinkelsteinsee? Und da wir in Großbritannien sind, der Hinkelstein Lake. Oh, der ist schon hinter uns. Der Hinkelseestein. So, wir sind dann auf Höhe 16 schon. Ist ja unglaublich. Höhe 16? Höhe 32. Nein. Achso, ja. Schau mal auf die Karte. Koordinate. Die 16 meine ich. Das ist aber ein bisschen höher als geplant. Naja, das ist nicht so schlimm. Jo. Ah, dafür brauchst du eine Höhe 88. Macht es aus, Herr Gander, aus 9 Kilometer. Nein, das sind Landeklappen. Ja, 110, stürzen. Ich hab sie zweckentfremdet, ich bin gelandet. Ja, keine Sorge, ich hab einen Plan. Ja, darauf vertraue ich. Ich hätte es nicht hingekriegt, glaube ich. Wir machen eine Rolle. Eine komplette. Machen ein Split-S und im Split-S werfen wir die Bomben an. Okay. Deswegen. Wir machen erst eine Rolle und dann noch ein Split-S. Ja. Was Kurve Lisa. Und los. Und das Problem nicht. Wenn es funktioniert, sind wir die Kings. Ja. Ja. Naja, 3-0, 3-3-0. Wir sind ja irgendwie zum Ziel. Das passt.
Das passt. So, Kette 1 ist raus, kein Zurücksetzen. Und 330 leckt an. Radar ein. Auch aus. Frage Schub. Weiter 70. Frage alle. 312. Bestätige. 312? Ja. So, schauen wir mal, wo ist denn unser von DC getauftes Klo? Die Jäger. Wow. So lange nicht mehr geflogen, mein Arm ist schon ganz lahm und trainiert. 4 Grad Höhenruderdrehung, ist das richtig? Ja. Kommt gut hin. Ich habe sogar nur 3. Ich auch bei 4-stellig. Mit dem Schattenkern, den kann man gut als Trimmungshilfe benutzen. Hm. Ich stelle auch mal um auf 3, das könnte besser sein. Der Seitenbruder habe ich hier. Na, wir haben Contract, 6 Uhr. Die Jäger das auch sehen? Danke. Die kannst du bei 110er nie vergessen. Ich ist sicher. Ja. Kurz 75. Wenn wir schon gleich so eine Rolle machen, kann ich dann der Letzte sein? Da doch. Was machen wir? Split Dance wirklich? Ich schon. Naja, also ich. Na gut, ich folge dir einfach und. Richtig. 70. Nur im Auge behalten, das ist alles, was du tun musst. Ja. Dünn. Außer da musst du aber auch ein bisschen aufpassen, dass ich dich nicht ramme, ja? Ich kann für nichts garantieren. Mhm. Ja, alles gut. Wir machen das schon. Macht halt eine Reihe. Ja. Ist am sichersten. Ja, das kriegen wir hin. Tage alle. Melde 3, 2, 2, sinkend. 3, 1, 8. So, wenn die mit den Bienen beschäftigt sind, haben wir freie Bahn. Ich kann gerade nichts erkennen.
Da unten links Berlin. Auf uns so Flughafen. Halb elf. Oberhalb? Ja, das Ziel schon. Ich meine nur weitere Kontakte. Die sicher, dass da keine Wolken sind. Fliegen wir erstmal drüber. Doch, da kommen Hurricanes jetzt, glaube ich, rein auf uns. Von unserer 7, 8. Das sind 109er. Das nee. Sind Bienen. Okay, dann Formation Reihe. Hier Nummer 1, Schub 30. Schub 30. Schub 30. Ich nehme 30, damit ihr zum Bremsen ein bisschen weniger haben könnt als ich. Schub 20. Wer ist letzter jetzt? Stürze, bin ich zweiter oder dritter? Könnt ihr euch rausnehmen. Oh, scheiße. So, Rolle links und Pauke. Ja. Warten noch. Na, so ein voller Split-S wird's nicht. Flug 30. Oder Lisa. So, Kette 1, seid ihr bei mir? Pauke, Pauke. Ja, ich hab Sichtkontakt. Ja, ja. Hier Nummer 1. Bomben raus. Bomben raus. Nur zwei Bomben raus. Und Schub 90, Kurs 150. Nummer 10 Bomben raus. Schub 90. Das sind Treffer. Ja. Schub 90, Kurs 150. Ja. Alle zusammen? Ich bin hinter jemandem. Auf 150. Sehe drei Flugzeuge vor mir. Das ist zu viel. Na, das sind nicht wir. 1 Uhr. Ja, wir sind auf Kirchturm 1000. Wir haben auf 1 Uhr einen Fight. Da ist durchaus ein Fight. Ja, da ist rechts von uns vorne, etwas fliegt hoch. Hab ich gesehen, ja. Ja. Da kommen wir nicht hinterher. Der hat so nicht viel wirklich, Energie. Nee. Kommt auf, also dreht, glaube ich. Frage Eile. Eile ist gerade 4-1-0, aber ich werde langsamer. Höchstschub auf 100. Der Rettschuh ist wieder tot. Okay, direkt auf unserer 9 wird gekämpft. Je nachdem, wer ist, helfen wir denen. Kette 2. Aktion freigestellt. Victor. Ihr könnt heimkehren oder mit in den Kampf gehen. Gehen mit. 100. Einer von Kette 2 ist noch bei Kette 1 dran. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja. Weil ich bin gerade Position 5. Hinter uns ist jetzt Kampf, ne? Ich weiß nicht mal, ob das wirklich ein Kampf ist. Ich glaube, das sind zwei Verbündete, aber unsere Feinde. Okay, wir lassen uns besser nicht drauf ein. Kette 1, Kurs 180, Schüsse schießt nach Hause. Ja, stehst du unter Beschuss? Ja. Plus Schub 90. Außer du singst, ja? Nachladen, sorry. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, wo Nachladen ist. Die sind jetzt hinter mir, glaube ich. Ich bin hinter euch. Gesunken. Bin jetzt gerade gezogen. Welchen Kurs bist du? 180.
Ich sehe, glaube ich, die Hurricane, die Stutzi angreift. Ich mache einen Looping und setze mich hinter die. Also ich bin rechts von euch, auf euren, weiß nicht, 4 Uhr. Also ich fliege weiter auf Kurs 190. Ich folge dir einfach, nachladen. Jawohl. Ja, und ich versuche euch wieder zu finden. Die 110, die was verfolgt? Im Loop gerade? Ja, das bin ich. Hinter, direkt hinter, oberhalb von der Spitfire. Spitfire ist eher hinter uns, oder? Er ist weggezogen. Stutzi ist frei. Da ist eine 110er, die angegriffen wird. Wer ist das? Ich drehe jetzt. Ja, ich sehe, ich bin dran. Okay, 180 Grad Wende. Ich komme her. Du bist frei, Axel, Alex? Ja. Jago ist auch frei. Ich fliege hinter dir dann wieder. Mein Schütze schießt. Ja, im Visier. Treffer gesetzt, kann den Schaden nicht beurteilen. Er taumelt gerade. Hab eine 6. Hast du eine 6? Ja. Bin gerade in der Linksrolle. Ja, ich komme zu dir. Hab auch eine 6. Ich versuche ihm ein bisschen davon zu kommen. Ja, ich versuche ein bisschen anzuklopfen, ihm Angst anzujagen. Jo, er hat abgedreht. Danke. Strömungsabriss. Er hat Strömungsabriss. 206 hier. Treffer. Eine brennt. Hab's gesehen. Treffer. Zweimal Maschine getroffen. Der schafft's noch. Kann ich bitte.